Es ist Ende der 90er Jahre, als ein Air Canada-Flug auf dem Weg von London nach Vancouver eine schwere Störung erleidet. Die Piloten können nichts tun und das Flugzeug stürzt in den Wäldern von Nord-Alberta ab. Der Absturz war verheerend. Nur 10 der fast 300 Menschen an Bord sind am Leben. Und obwohl sie die erste Katastrophe überlebt haben, hat ihr Kampf ums Weiterleben gerade erst begonnen. Es ist Spätherbst im Norden Kanadas und es ist ungewiss, wann Hilfe eintreffen wird, wenn überhaupt. Wenn die Überlebenden die Nacht überstehen wollen, müssen sie eine Unterkunft finden, und zwar schnell. Als sie durch den eisigen Wald stapfen, findet die Gruppe einen Weg, der sie in die Zivilisation zu führen scheint. Wenn es einen Pfad im Wald gab, bedeutete das, dass sie sich wahrscheinlich in einem Nationalpark befanden. Also musste es auch irgendwo eine Rangerstation geben, wo sie sich aufwärmen und um Hilfe rufen konnten. Sie hatten nicht viele andere Möglichkeiten, also folgten sie dem Pfad, der zu einer Lichtung führte. Aber statt einer Rangerstation oder eines Campingplatzes fanden sie etwas, das keiner von ihnen erwartet hatte. Es war ein Teich, aber irgendetwas stimmte nicht mit ihm. Als sie näher kamen, sahen sie, dass dieser seltsame Teich nicht mit Wasser, sondern mit Blut gefüllt war. Die Überlebenden waren entsetzt. Das konnte doch nicht wirklich Blut sein, oder? Es muss sich um eine seltsame Alge oder eine chemische Reaktion handeln. Aber einem Mitglied der Gruppe, einem Mann namens Thomas Dean, der auf dem Rückweg in seine Heimatstadt Prince George, British Columbia war, kam das Ganze seltsam bekannt vor. Er erinnerte sich daran, wie er als Junge seine Familie in Alberta besuchte und von den älteren Kindern der Gegend eine urbane Legende hörte. Den Geschichten zufolge gab es irgendwo in der Wildnis, im nördlichen Teil der Provinz, einen Teich voller menschlichem Blut. Und was es noch schlimmer machte, war, dass einige sagten, der Teich sei ein Tor zur Hölle. Auch der SCP-Stiftung war diese Legende bekannt. Und sie hatte schon vor dem Air Canada-Absturz jahrzehntelang versucht, die genaue Quelle zu lokalisieren. Eine endgültige Bestätigung für den Blutteich erhielten sie schließlich, als Mitarbeiter der Stiftung einen Funkspruch von einer Ranger-Station im Wood Buffalo Nationalpark abfing. Es handelte sich um die Überlebenden des Absturzes, die es geschafft hatten, die Nacht zu überstehen und die nun von Rangern aus dem Park eskortiert werden sollten. Die Stiftung sperrte den Teich schnell ab, da sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, welche potenziell schädlichen Eigenschaften der Teich haben könnte. Sie richteten die Wachstation Epsilon 38 ein und stellten Personal ab, um Reisende von dem Gebiet abzuschrecken. Der Teich erhielt die Bezeichnung SCP-354 und wurde als Euklid eingestuft. Die Wissenschaftler der Stiftung machten eine Reihe interessanter Entdeckungen über SCP-354. Erstens war der Teich nicht mit Blut gefüllt, sondern lediglich mit einer anorganischen Flüssigkeit, die in Farbe und Konsistenz dem Blut sehr ähnlich ist. Zweitens, und das ist noch seltsamer, scheint der Teich keine festen Ufer oder einen Boden zu haben. Stattdessen nimmt die Dichte der Flüssigkeit im Teich mit zunehmendem Radius vom Zentrum aus zu. Die Flüssigkeit erstarrt an den Rändern, wird fester und verschmilzt mit dem umgebenden Boden. Es wird auch dicker, je tiefer man in den Teich hinabsteigt. Und ein Boden des Teichs wurde noch nicht erreicht, falls er überhaupt existiert. Zunächst fand die Stiftung keine Anzeichen von Leben in dem Blutteich. Das änderte sich jedoch um 14.03 Uhr, am Tag nach der Eröffnung der Wachstation Epsilon 38, als das Wissenschaftsteam eine ungewöhnliche Aktivität auf der Oberfläche des Teiches bemerkte. Die Überwachungskameras zeigten eine Gestalt, die aus dem Teich aufstieg, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Schrei. Daraufhin wurde die Verbindung unterbrochen und die Stiftung verlor jegliche Kommunikation mit der Wachstation. Da man das Schlimmste befürchtete, wurde eine mobile Taskforce zum Ort des Geschehens entsandt. Als sie dort ankamen, war das gesamte Personal der Überwachungsstation von etwas getötet worden, das man nur als riesige Fledermaus bezeichnen konnte. Das Einsatzkommando konnte das Wesen neutralisieren und die Stiftung verstärkte so schnell wie möglich die Sicherheitsvorkehrungen rund um den SCP, indem sie die Area 354 einrichtete und ein ständiges Sicherheitspersonal einsetzte. Danach begann der Teich regelmäßig eine Vielzahl monströser Wesen auszuspucken, fast so, als ob er auf die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen der SCP-Stiftung reagieren würde. Nach SCP-354-1, der Riesenfledermaus, kam SCP-354-2. Es handelte sich um ein bärengroßes Ungeheuer, das praktisch kugelsicher war, aber nicht aus dem Gebiet 354 entkommen konnte. Die Stiftung neutralisierte diese Anomalie mit Napalm. SCP-354-3 war eine schwebende schwarze Kugel, die tödliche Strahlen aus konzentrierter Energie abfeuern konnte. Dem leitenden Wissenschaftler des Bereichs gelang es, sie mit einem Vorschlaghammer zu treffen, wodurch die Kugel eine Fehlfunktion aufwies und sich selbst zerstörte. Mit SCP-354-4 hatte die Stiftung nicht so viel Glück.
zurück. Bei dieser Kreatur handelte es sich um einen reptilienartigen Humanoiden, der etwa 15 Fuß groß war und sich nicht mit Waffengewalt ausschalten ließ. Es war die erste Kreatur aus dem Teich, die erfolgreich aus der Eindämmung entkommen konnte und die erst neutralisiert wurde, als die Stiftung die mobile Task Force Omega 7, auch bekannt als Büchse der Pandora, entsandte. Zu den anderen Monstern, die aus dem Blutteich auftauchten, gehörten ein Killerroboter, eine Reihe gigantischer Tentakel, die mehrere Mitarbeiter der D-Klasse in den Teich zogen, ein paar Panther-ähnlicher Kreaturen, eine aus Eis und die andere aus Magma, die die Mitarbeiter der Stiftung ignorierten und stattdessen gegeneinander kämpften, und ein scheinbar normaler Mensch, der hingerichtet wurde, sobald er aus dem Teich auftauchte. Tests an seinem Körper ergaben, dass er in Wirklichkeit völlig normal war und keine Gefahr darstellte. Diese Anomalien traten mehrere Monate lang in regelmäßigen Abständen auf, bevor der Teich für 22 Monate zum Schweigen gebracht wurde. Der damalige leitende Wissenschaftler erklärte: "Ich vermute, dass dies eines von zwei Dingen bedeutet. Entweder ist der rote Teich gestorben oder abgeschaltet. Oder er lädt sich auf, um etwas Großes durchkommen zu lassen. O5 hält Ersteres für die wahrscheinlichste Erklärung und hat 30% unseres gesamten Personals abberufen und 25% unserer Mittel gekürzt. Ich kann nur hoffen, dass sie recht haben, aber wenn Letzteres zutrifft, werden wir bald mit einer schrecklichen Kreatur konfrontiert sein und wir werden nicht annähernd die nötigen Kräfte haben, um sie zu bekämpfen. Ich mache mir Sorgen um unsere Sicherheit." Seine Worte sollten sich nach den Ereignissen der Erkundungsmission 354 Alpha als unheimlich wahrsagend erweisen. Das Forschungs- und Entwicklungsteam der Stiftung baute ein Spezialschiff zur Erkundung des Teiches. Aufgrund der seltsamen Eigenschaften der Dichte des Teiches wurde das Schiff im Wesentlichen als U-Boot für die Teile, in denen der Inhalt flüssig war, und als Bohrer für die Teile, in denen die Flüssigkeit am Boden zu einem halbfesten Material erstarrte, gebaut. Das Erkundungsteam bestand aus Agent Swanson, Agent Turquoise, Agent 86, Dr. J. MacArthur, Chris Simmons, Leroy Tucker und einem Piloten namens Marty. Nachdem das Team zusammengestellt war, wurde das Schiff in den Teich hinuntergeschickt. Die ersten beiden Tage der Mission verliefen ereignislos, doch am dritten Tag um 4.30 Uhr morgens änderte sich die Schwerkraft für die Besatzung des Schiffes plötzlich. Dies schien darauf hinzudeuten, dass sie sich der Hälfte der Strecke näherten. Doch was auf der anderen Seite sein würde, konnte niemand sagen. Am vierten Tag tauchte das Schiff auf, was eindeutig bewies, dass der Teich tatsächlich eine Art Portal war. Die Besatzung schaute aus den Bullaugen und sah die Dunkelheit der Nacht über sich. Obwohl die Sensoren außerhalb des Schiffes nichts Schädliches in der Atmosphäre um sie herum feststellten, traute sich die Besatzung nicht, das Schiff zu verlassen. Die andere Seite des Teiches war nicht mit der Welt zu vergleichen, die die Besatzung kannte. Zum einen dauerte die Nacht 28 Stunden, bevor die Morgendämmerung einsetzte, und als die Sonne schließlich aufging, war sie viel größer und röter als die Sonne der Erde. Im Licht dieses seltsamen roten Sterns konnte die Besatzung erkennen, dass der Teich auf dieser Seite im Vergleich zu dem, wo sie hergekommen waren, riesig war, eher wie ein großer See. Der See war von Sand und Felsen umgeben, die mit einer Art Moos bedeckt waren, das im Sonnenlicht verschwand und in der Nacht wieder nachwuchs. Das Team verließ das Schiff und begann zu erkunden. Während ihrer Zeit in dieser fremden Welt stellten sie fest, dass der Tag nur wenige Stunden kürzer war als die Nacht, was bedeutet, dass der Planet, auf dem sie sich befanden, eine Rotation von etwa 43 Stunden hatte. Das Team fand auf seiner Expedition eine Reihe anormaler Elemente, darunter rasiermesserscharfes Gras und Ströme von flüssigem Kohlendioxid. Ein- oder zweimal hörten sie lautes Gebrüll in der Ferne, aber ansonsten war der Planet unheimlich still. Es gab scheinbar kein tierisches Leben und nicht einmal Wind. Wenn es regnete, blieb der Boden trocken, was die Wissenschaftler zu der Annahme veranlasste, dass die Pflanzen auf dieser Welt die Feuchtigkeit besser aufnehmen konnten. Am Tag 25 stieß das Team auf eine riesige Metallwand, die anscheinend künstlich errichtet worden war. Glücklicherweise konnte Leroy Tucker, ein schnelldenkender Forscher, eine Lötlampe aus Campingausrüstung basteln und ein Loch in das Metall schmelzen. Auf der anderen Seite herrschte endlich Wind und seltsames schwarzes Gras. Das ist aber auch schon alles, was wir über die andere Seite der Mauer wissen, denn die Logbücher der Expedition sind danach stark beschädigt. Aber wir wissen, dass das, was drin stand, nichts Gutes war, denn das Team ist nie zurückgekehrt. Seltsamerweise gibt es keine Aufzeichnungen über die Namen, die im Logbuch des Schiffes erwähnt werden. Fast so, als wären sie durch den Tod auf der anderen Seite völlig aus der Geschichte verschwunden. Zu einem nicht genannten Zeitpunkt, ein Jahr nach der Entdeckung des Blutteichs und der Errichtung von Area 354, wurde das Gelände vollständig evakuiert und die Stromversorgung unterbrochen. Die mobile Taskforce Theta 12 wurde entsandt, um den Grund für die Evakuierung zu untersuchen, aber bevor ein Kontakt hergestellt werden konnte, wurde der Nuklearsprengkopf auf dem Gelände zur Detonation gebracht, wodurch das ganze Gelände vollständig zerstört wurde. Die MTF Theta 12 wurde daraufhin von einem Konvoi angegriffen, der aus Mitarbeitern der D-Klasse und anderen
anderen niederen Rängen bestand, die das Gebiet 354 evakuiert hatten. Es war offensichtlich, dass es eine Art Meuterei innerhalb der Anlage gegeben hatte und dass eine Auflösung der Befehlskette zu ihrer Evakuierung und Zerstörung geführt hatte. Der Konvoi löschte die MTF Tether 12 vollständig aus und seither wurde kein weiterer Kontakt mit dem ehemaligen Personal von Area 354 aufgenommen. Nach der Detonation der Anlage wurde eine neue Anlage errichtet, die einfacher als Roter Teich Eindämmungsanlage bezeichnet wird. Im Gegensatz zur vorherigen Anlage, die sich auf die Forschung und Neutralisierung konzentrierte, ist die neue Anlage ganz auf die Eindämmung ausgerichtet. Die Änderung der Direktive war eine Reaktion auf die scheinbar reaktive Natur des Teichs. Jede Kreatur, die aus dem Teich auftauchte, schien eine Vergeltung für die Aktionen der Stiftung zu sein. Und einige vermuteten, dass die Meuterei in Area 354 durch eine Art psychischen Angriff aus dem Teich selbst ausgelöst wurde. Aus einem Interview in der SCP-Datei zu 354 geht hervor, dass es einen weiteren verhängnisvollen Versuch gab, den Blutsee zu kontrollieren und zu verstehen. Nach einem Gespräch mit einem Mitarbeiter der Stiftung schlug der leitende Forscher vor, den Blutteich mit Hilfe eines Systems von Pumpen und Schläuchen zu entwässern. Das gesamte nicht benötigte Personal wurde für den Notfall evakuiert. Sobald jedoch die Pumpe eingeschaltet werden sollte, erlitt jeder vor Ort einen massiven Bewusstseinsverlust. Der Agent beschrieb das Gefühl, das sie alle erlebten, als ob man sich in einem Traum befände und plötzlich merkt, dass man schläft. Er sagte, alles hörte auf, real zu sein. Es war, als müssten wir sofort fliehen. Auf die Frage, was passierte, als die Pumpe eingeschaltet wurde, erklärte er einfach, dass sie es nicht zuließ. Dieses Interview bestätigt die Theorie, dass der Teich nicht nur in der Lage ist, Monster in unsere Welt zu entlassen, sondern dass er auch zu starken, aber viel subtileren psychologischen Angriffen fähig ist. Dies legt eine beängstigende Möglichkeit nahe, dass der Teich nicht nur blind auf Angriffe reagiert, sondern dass er voll empfindungsfähig ist und die Aktionen der SCP-Stiftung nur dazu dienten, ihn zu verärgern. Untersuchungen der Ufer des Teiches haben gezeigt, dass sich die Fläche der erstarrten Flüssigkeit am Rand des Teiches ständig vergrößert hat. Das ist richtig, der Teich wird immer größer. Das Letzte, was der vor Ort stationierte Mitarbeiter der Stiftung sagte, bevor er aus dem Interview gezerrt und betäubt wurde, war: Er wird jeden Tag größer und stärker und jetzt haben wir ihn wütend gemacht. Schaut euch jetzt SCP-087, das Treppenhaus, und SCP-096, der schüchterne Mann an, um weitere klassische Gegner der SCP-Stiftung zu sehen.